So, mache ich noch das. Ein Moment, ist ja alles großartig, wie das klappt hier. Ja, Aber guten Morgen. ist auch relativ neu für mich. Also jetzt, ich habe schon ein paar Zoom-Interviews gemacht, aber Sie sind jetzt der zweite, wo ich selber eine Einladung mal verschickt habe. Sonst habe ich die immer bekommen und deswegen Ja. habe ich auch erst so gezittert. Klappt das jetzt irgendwie? Sie sehen, es klappt alles wunderbar. Es hat sich inzwischen alles eingezoomt. Ich habe heute Morgen übrigens erfahren, es gibt eine Zoom-Fatigue, ist also jetzt schon das psychologisches Phänomen eindeutig identifiziert, Zoom-Müdigkeit, also zu viele von diesen Sitzungen. Und wenn Sie abends das Gefühl haben, ich bin völlig fertig, dann wissen Sie wenigstens warum. Das konnte ich mir zwar schon vorher vorstellen, aber wenn es wissenschaftlich dann nochmal definiert ist, dann fühlt man sich ja immer gleich wohler und weiß, ach, Gott sei Dank, es liegt nicht an mir, es geht allen so. Ja. Ja. Haben Sie eigentlich damals meine SMS bekommen oder haben Sie Ihre Handynummer gewechselt? Weil ich habe Ihnen geschrieben, das war ja so ein bisschen, dass das erst nicht klappen sollte mit dem Interview, ne? Und dann habe ich auch Ja. geguckt, ob Sie bei WhatsApp sind, aber das war dann irgendwie nicht connected. Vielleicht haben Sie Ihre Nummer gewechselt. Ich weiß es gar nicht. Samsung. Ich Ah, habe kein Handy, also kein ja. Smartphone. Ich habe nur dieses Ding. Sie können mit mir nur telefonieren und ich habe sicherlich Ihre SMS gekriegt. Wüsste jetzt nicht, ja. Aber so ist ja gut. Also ich habe kein, ich bin nicht, ich bin auf keiner sozialen Plattform Ja, ist nirgendwo. klar. Weil sie hat mir halt die Nummer mal vor, wo wir das erste Interview gemacht hatten, mal vor 4 Jahren gegeben. Also wenn die sich nicht geändert hat, dann ist alles gut. Alles gut. Genau. Ja, also freut mich, dass es jetzt klappt. Und jetzt sehe ich hier den Umberto Eco und den Jean Connery sozusagen im Ja, ja, Hintergrund, ne? ja. Wo sind Sie denn gerade? In München oder wo befinden Ich Sie bin sich? in meinem Büro in der Sternwarte, ja. Ja, sehr schön. Genau. Ich Ja, wollte Sie also auch mal besuchen. Sie Jetzt können ist jetzt noch Corona dazwischen gekommen. mal hier so einen kleinen Rundblick wagen, wie das hier bei mir aussieht. So, Hi. wir sehen also alles voll mit Zeugs, mit irgendwelchen Bildern und da hinten und ja. Schön. Ja. Während die Büros meiner Kollegen, die sind ganz kahl. Das sind nur noch ein Tisch, ein riesen Apple-Bildschirm und irgendein Apple-Bumm. Aber die haben keine Bücher mehr, nichts. Bei mir ist alles voll mit Zeugs. Also, naja. Wie bei mir sozusagen, auch wenn natürlich teilweise, ja, wir haben ja gemeinsame Interessen auf jeden Fall. Ich bin ja auch wissenschaftlich interessiert, aber auch großer Kulturmensch und tausende Bücher, DVDs, CDs, Schallplatten, noch 3000 Schallplatten Oh. in zwei Wohnsitzen, Berlin und Hannover verteilt. Ja. Bin ich ja gerade in Hannover bei meiner Mama mit meinem Hund. Ja, also ich habe beide Dokumentationen angeguckt, sehr spannend und habe natürlich auch viele Fragen, die wir jetzt in der Kürze der Zeit erörtern. Es geht ja um die Supercodes, geheimen Formeln der Natur, zwei Teile, Bauplan der Erde und dann unsichtbare Kräfte. Ja. Jetzt ist vielleicht meine Eingangsfrage, weil das ja alles auch mit Mathematik zu tun hat. Haben Sie eigentlich eine mathematische Lieblingsformel und wenn ja, warum? Also es gibt eine Formel, das kann ich Ihnen, also ich nenne sie mal, das ist die sogenannte Navier-Stokes-Gleichung, die beschreibt das Verhalten von Flüssigkeiten unter allen möglichen Kräften. Das ist eine Gleichung, die eine der Lösungen ist zum Beispiel Turbulenz, dass Dinge sich, das ist also eine Strömung, die erstmal so ganz laminar dahinströmt, auf einmal beginnt, sich zu verwirbeln. Und das ist eine Gleichung, für die gibt es keine einfachen analytischen Lösungen, wenn es kompliziert wird. Die muss man erahnen, sozusagen, diese Lösung. Die kann man nicht so ohne weiteres finden. Ich mache hier mal das Fenster zu, Entschuldigung. Kein Problem. Ja. Und das ist eine Gleichung, mit der ich mich schon seit ewig und 3 Tagen mit allen möglichen Facetten beschäftige. Ich habe ein 2-Stunden-Video dazu gemacht. Das Hammer. finden Sie bei YouTube, wie die Stabilität von Strömungen aussieht. Und ich bin ja so ein Spezialist in Anführungsstrichen für komplexe Systeme. Und das ist diese Gleichung, die für mich immer so der Ausgangspunkt ist. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben so und so ein System. Wie können wir in dieser Gleichung sehen, wie das System sich verhalten wird unter bestimmten Störungen? Läuft so ein bisschen in Richtung des berühmten Schmetterlingseffektes. Also können kleine Störungen schon große Veränderungen hervorführen, ja, und sowas. Das ist so meine Lieblingsbeschäftigung, ja. Weil die ja namentlich nicht auftaucht jetzt in der Supercodes-Doku, ne? Also Nee, ich die weiß wäre ja. auch zu kompliziert. Die wäre wirklich sehr, sehr kompliziert. Und warten Sie mal, ich habe hier, glaube ich, einen Moment. Habe ich dieses Büchlein hier? Es gibt so ein wahnsinniges Buch, die Grundgleichung der Physik. Sie ist ziemlich kompliziert. Es ist eine nicht-lineare partielle Differentialgleichung. Und ich glaube, so weit ist das Fernsehen noch nicht, dass wir mal. Aber ich meine, wenn wir mal so weit sind, dann ist es super. Diese Gleichung ist übrigens auch wichtig für die Entwicklung des Klimas.
Also wenn man wissen will, wie sich die atmosphärischen Strömungen verändern, zum Beispiel unter dem Einfluss von bestimmten Schwankungen, hier zum Beispiel die Stabilität von dem Jetstream, haben Sie bestimmt schon mal gehört, von dieser Hochatmosphärenströmung, die wird zum Beispiel über diese Gleichung dann ausgerechnet. Aber sie wird auch verwendet für Galaxienhaufen, für Scheiben um junge Sterne, Scheiben um schwarze Löcher. Sie ist eine universell einsetzbare mathematische, offenbar unlösbare Waffe. Sehr lang oder kurz? Sie ist lang. Also wenn Sie mal eingeben bei einer Suchmaschine, der Name nicht genannt werden muss, Navier, also Navier-Stokes-Gleichung, dann sehen Sie, das ist eine Gleichung, die etwas länger ist. Ja, die ist nicht so mit E gleich mc Quadrat, natürlich eine andere wichtige Gleichung, aber so für mein berufliches Leben ist die Navier-Stokes-Gleichung so, dass darum kreise ich sozusagen seit fast 40 Jahren, ja. Und nun ist ja nun die spannende Frage, schon seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, gibt es die Weltformel? Was sagen Sie dazu? Gibt es die? Glauben Sie daran? Glauben ist jetzt auch noch bewusst gewählt von mir. Ja, also es gibt eine Weltformel, die heißt, fürchtet euch nicht. So könnte man das Neue Testament zusammenfassen. Ich glaube, die Suche nach dieser Weltformel, die ja oft als heiliger Gral und was weiß ich noch alles, der Stein der Weisen in der Geistesgeschichte des Westens zumindest eine wichtige Rolle gespielt hat. Gibt es da irgend so ein ultimatives Geheimnis hinter all dem? Und in den wissenschaftlichen Bemühungen der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte gibt es tatsächlich so eine interessante Ergebnis, dass nämlich aus der Lust an der Einheit heraus sich zum Beispiel die Entwicklung von Theorien ablesen lässt. Nehmen wir zum Beispiel elektrische und magnetische Phänomene. Ja, also elektrisch, die Teilchen haben eine elektrische Ladung, aber Magnetfelder entstehen erst dann, wenn Ladungen sich bewegen. Eine ruhende Ladung hat kein Magnetfeld. Das heißt also, es musste eine Theorie her, die elektrische Phänomene und magnetische Phänomene vereinigt. Und dabei gab es ein Geschenk, das Geschenk der elektromagnetischen Wellen. Ohne diese beiden Dinge zu vereinigen, wäre Maxwell nie auf seine Gleichung gekommen und es wäre nie zu einem tieferen Verständnis von elektromagnetischen Wellen gekommen. Daraus ergibt sich nun als nächster Schritt die Vereinigung in der speziellen Relativitätstheorie, dass die Lichtgeschwindigkeit eine universelle, maximale Wirkungstransportgeschwindigkeit ist. Zur gleichen Zeit, wie die Lichtgeschwindigkeit als Grenze auftaucht, taucht auf einmal bei der Untersuchung des Allerkleinsten eine Grenze auf, dass es eine minimale Wirkung gibt. Das heißt also, der Gedanke, dass es eine Einheit der Natur gibt, müsste auch eine Einheit der Theorien geben und dann müsste eigentlich alles auch auf so eine Weltformel hinauslaufen. Der hat sich als sehr fruchtbares didaktisches Konzept entwickelt, nämlich erwiesen, nämlich, dass man daraus wirklich was machen kann. Ob es diese Formel tatsächlich gibt, ist eine andere Frage. Es könnte sein, dass es eine idealistische Forderung ist, an die man sich zwar annähert, die man aber nie erreicht. Ja. Also das wäre so momentan meine Haltung. Wir haben eine ganze Reihe von Zwischenergebnissen, die sehr gut sind. Aber auf der anderen Seite stelle ich mir dann auch immer vor, nehmen wir an, Freitagnachmittag hat jemand die Weltformel entdeckt. Es ist 3:15 und er muss eigentlich nach Hause, aber und, ja, was mache ich denn jetzt? Soll ich das heute noch veröffentlichen? Ach, bis Montag reicht es so. Dann kommt er nach Hause und steht unten in der Tür und möchte gerade seiner Frau erzählen, Liebling, ich habe die Weltformel entdeckt, da hört er von oben runter, hast du eingekauft? Uns fehlt Butter, Salz, Bier, der Kleine hat Durchfall und meine Mutter hat angerufen, die kommt uns morgen besuchen. Und er weiß, mit der Weltformel, das war eine Illusion. Ja. Sehr gut. Sie bezeichnen sich ja selber als Protestant, soweit ich richtig informiert bin. Ja. Also glauben Sie auch an Gott? Ja. Schließt sich für Sie nicht aus mit der Wissenschaft? Nee. Habe ich noch nie Probleme gehabt. Noch nie, nee. Also Wissenschaftler zu sein und Wissenschaftlerin, also ich bin ja ein Wissenschaftler, deswegen kann ich das so ganz gendersauber formulieren, bedeutet ja nicht, dass man sozusagen die ganze Welt versteht oder dass man seine eigene Existenz versteht. Könnte Ihnen jetzt die super intellektuellsten Antworten darauf geben. Letzten Endes geht es einfach darum, für mich in meinem Glauben, wie ich mein Leben bewältige, wie ich das, was ich lebe, wie ich mit anderen zusammenlebe, auch wie ich Physik betreibe, wie ich nach welchen Werten ich das tue. Und da ist die Bergpredigt für mich sozusagen der zentrale Maßstab. Und das ist das, worum es mir geht. Ja? Ich versuche, friedlich zu sein, fröhlich zu sein, wohlwollend zu sein.
Ich glaube nicht, dass ich unbedingt in der Lage wäre, wenn mir jemand auf die rechte Backe haut, ihm auf die linke hinzuhalten. Aber ich würde es auf jeden Fall probieren. Und ich bin sehr begeistert von einer Figur wie Jesus Christus, der ein totaler, der totale Gegenentwurf zu allem ist, was wir so normalerweise als so in unseren tierischen Trieben so mitnehmen. Damit meine ich jetzt, also es geht mir darum, dass jemand, der sagt, wer von euch ohne Sünde sei, der werfe den ersten Stein. Das finde ich großartig. Ja? Also, ja, bevor du jetzt hier anfängst, über die ganze Welt zu fluchen und so sagen, das sind doch alles Arschlöcher. Hey, denk mal an dich selber. Ja? Guck, Spiegel, guck dir an, sei wohlwollend mit dir und den anderen. Das steckt ja in dem Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, also nicht nur den anderen, sondern das hat mir immer gut getan, hat mir immer sehr, sehr geholfen. Und auch der Satz, dir ist die Erde anvertraut, ist die eigentliche, tatsächlich richtige Übersetzung dieser missverstandenen Aussage, du mach dir die Erde untertan. Und die Ines Geibel hat es mal so wunderbar gesagt in einer, wir haben uns mal getroffen bei einer Veranstaltung, da hat sie mir erzählt, da ging es darum, die Ines Geibel unterrichtet ja in Berlin Theaterwissenschaften. Und sie hat mir erklärt, ja, uns sind doch, es ging um die Frage, wie die an dieser Theaterschule, Ernst-Busch-Theaterschule, wie die Schauspielschule, wie die mit den Studenten umgehen, die da kommen und sich bewerben. Und dass die sich sehr große Mühe geben, immer Einzelgespräche zu führen, eben keine Algorithmen verwenden, die man bei Bewerbungsgesprächen ja inzwischen, sondern, und warum sagt sie das? Weil, und sie sagt diesen wunderbaren Satz, uns sind doch die Studenten anvertraut. Bin ich da hingeschmolzen. Ach, wundervoll, ja. Und wenn es so wäre, dass alle, die an Universitäten und Hochschulen arbeiten, das Gefühl hätten, dass die Studierenden ihnen anvertraut sind, dann würde das die Welt auf den Kopf stellen. Ja, das würde zu völlig anderen Bildungseinrichtungen führen, auch in der Schule, dass eben Lehrerinnen und Lehrer nicht Fächer unterrichten, sondern Kinder. Und auch das Gefühl haben, die sind mir anvertraut, ich habe eine Verantwortung für die. Denn das Vertrauen reduziert Komplexität. Und wenn man das Gefühl hat, ich muss mich jetzt nicht um alles kümmern, sondern die Dinge sind gut, dann kann ich auch ganz anders aus meinem persönlichen Potenzial heraus schöpfen. Und ich glaube, dass vieles von dem, was wir da in diesen Geschichten erzählen, auch damit zu tun hat, wie wir Vertrauen in die Welt bekommen. Mathematik ist ja so ein interessantes Phänomen, wo es am Anfang in der Geistesgeschichte der Menschheit um so wiederkehrende Prozesse ging. Also was am Himmel passierte, was in der Natur passiert, das sind ja alles so rhythmisch wiederkehrende Prozesse. Und dass diese Prozesse eben die Möglichkeit geben, Dinge vorherzusagen, zu prognostizieren, die dann auch tatsächlich eintreten. Und das führt zu Vertrauen in die Welt. Also unser Urvertrauen in die Welt, mit dem wir auf die Welt ankommen, ist das Urvertrauen in die Menschen, die sich direkt um uns kümmern. Aber dann gibt es das Urvertrauen in die Familie, das Urvertrauen in die Umgebung und so weiter. Und je stärker dieses Vertrauen gemacht wird, umso stärker ist auch das Vertrauen in uns selber. Ein erheblicher Teil der gesellschaftlichen Destabilisierung, also von Leuten, die zum Beispiel abgehängt werden, hat Ernst-Dieter Lantermann mal geschrieben, hat damit zu tun, dass so vier Stellschrauben unseres Seelischen was damit zu tun haben, nämlich, dass wir in einer überschaubaren Welt leben, wo wir Gewissheit haben können, Sicherheit und Kontrolle. Und wenn das lange Zeit verunsichert ist, dann ändert sich unser Selbstwertgefühl dahingehend, dass wir uns etwas suchen, wo wir noch gewiss sein können. Das kann dann in so Radikalisierungsmaßnahmen geschehen, wie einem radikalen Band am Arm, wo wir sämtliche Vitalparameter abmessen oder eine radikale Veränderung der Ernährungsgewohnheiten, eine radikale politische Veränderung und so weiter und so weiter. Und dass alles das nicht sein muss, sondern dass man eben auch sehr wohlwollend mit sich in der Welt umgehen kann, dazu gehört für mich mein Christsein. Also mein Vertrauen in die Welt hat mit meinem Christsein zu tun. Ja. Entschuldigen Sie bitte, einen Moment bitte. Schlüssel, Auto. Mein Autoschlüssel, Ja. guck mal da in meiner Tasche. Nee, 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 da, bitte. In meiner Jacke. Links oder rechts? Dann anders. Schütteln, schütteln. In der Jacke schütteln, dann müsste ich ihn gleich. Da ist er. Okay, da ist der Koffer drin. Ne? Ja. Ja. Das war wohl Ihre Gattin. Genau, ja. Die ist ja auch also Wissenschaftlerin, ne? Astronomie. Cecilia ist Astronomin, ja, genau. Genau. Ist das so, lernt man sich als Wissenschaftler eher, also sucht man sich dann. Liegt das nahe, dass man sich dann als Wissenschaftler eine wissenschaftliche Frau sucht oder wie? Also, Cecilia und ich, wir sind seit letztes Jahr erst miteinander verheiratet. Ich war vorher mit einer anderen, also mit meiner ersten Frau verheiratet, die keine Wissenschaftlerin war. Aber Cecilia und ich, wir kennen uns seit 30 Jahren und ja,
In dem Fall war es so, ja, klar. Wir sind über die gemeinsame Tätigkeit auch als in der Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben ein großes Projekt Klimawandel in der Schule. Cecilia ist für die Öffentlichkeitsarbeit der LMU Physik zuständig. Dr. Cecilia Skarza. Und wir haben letztes Jahr geheiratet in Weimar. Gratulation nachträglich. Am 28. August, also an Goethes Geburtstag, in Weimar geheiratet, ja. Dann kommt das künstlerische Element auch noch dazu. Da kommt alles dazu, ja. Ich denke mal, vielleicht, wenn sie Italienerin ist, das klingt so vom Namen, dann hat sie vielleicht auch noch das italienische Temperament. Aus Venezuela, sie ist aus Venezuela. Venezuela ist sie, okay, Südamerika, ja. Alles klar. Ja, ich hatte mal eine Freundin aus Kolumbien, aber gut, das ist schon etwas her. Brauchen wir nicht weiter erörtern. Nochmal von der wissenschaftlichen Seite ausgehend, wenn alles oder sehr vieles Mathematik ist, ist auch Gott Mathematik? Ja, das ist ja der Satz von Galilei, Gott ist ein Mathematiker. Also Mathematik ist ein Instrument. Ja. Interessante ist, dass wir mathematische Fragen an die Natur stellen, in Form von unseren Messapparaten. Und das Tolle ist, wir kriegen mathematische Antworten zurück. Also immerhin, das funktioniert sehr gut. Das ist das Geheimnis dieser prognostizierbaren Teile, des Quantitativen. Allerdings ist es natürlich so, dass die Art und Weise, was das qualitativ für uns bedeutet, also welchen Wert Natur für uns hat, welche Würde in der Natur steckt und so weiter, das ist natürlich mathematisch gar nicht zu beschreiben. Die wichtigsten Teile unseres Lebens sind Qualitäten, sind keine Quantitäten. Also die Aussage, die Natur ist die Bedingung der die Natur ist unsere Lebensbedingung. Das ist keine Frage der Mathematik. Das ist eine Frage des gesunden Menschenverstandes. Wenn die Natur da draußen krank wird, werden wir krank. Also Klimawandel und Gesundheit hängen unmittelbar miteinander zusammen. Wenn es dem Planeten schlecht geht, geht es uns schlecht. Und das kann man jetzt spirituell betrachten, was weiß ich, das Gaia-Konzept von Margulis und so weiter, von Lovelock, dass man sagt, na, wir leben hier, wir sind ein Teil eines Organismus. Dann würde man in der Tat sagen, dann sind wir aber ein Teil, der gerade dabei ist, diesen Organismus massiv zu schädigen, so wie wir arbeiten. Und das ist dann schon wieder ebenfalls keine naturwissenschaftliche Aussage, aber es ist eine naturwissenschaftlich begründete Aussage. Das heißt, die Naturwissenschaften sind das Mittel, um Natur in einer bestimmten Form zu beschreiben. Und zwar in einer sehr abstrakten Form. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann sind so Begriffe wie Energie, also die Fähigkeit, Arbeit zu leisten, das ist ja sehr abstrakt. Aber wenn wir draußen sehen, da steht Wasser hier und das könnte jetzt da runterfallen, dann wissen wir, das Wasser wird runterfallen, garantiert. Das heißt, dahinter zu blicken und sich anzuschauen, welche abstrakten Prinzipien stecken denn in der Natur und die mit Mathematik zu beschreiben, das ist der eigentliche Kick. Ich will es nochmal andersrum sagen, wenn wir beide uns auf ein Feld legen würden, morgens und würden dann angucken, was passiert um uns herum, alles dreht sich um uns beide. Ja, die Sonne, der Mond, die Sterne, alles um. So. Wir würden aus dieser Perspektive nie auf den Gedanken kommen, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Sondern wir würden immer sagen, es dreht sich alles um uns herum. Ist doch klar. Also unsere Sinne geben uns noch einen klaren Eindruck davon. Und dann kommt Kopernikus und sagt, nein, es gibt geistige Prinzipien, die sagen dir mehr über die Wirklichkeit aus, als du mit deinen Sinnen begreifst. Und diese Prinzipien, die findet Kepler nachher mit seinen Keplerschen Regeln und die vereinigen sich dann in dem Newtonschen Gravitationsgesetz. Die beschreiben nämlich die Bewegung der Planeten um die Sonne. Aber dahin ist ein weiter Weg, ist ein Abstraktionsweg, der sehr weit ist. Und da ist die Mathematik eigentlich der ideale Wanderführer in diesem Gelände, in diesem intellektuellen Gelände. Aber das heißt nicht, dass die Welt an sich mathematisch ist. Das heißt nur, Mathematik ist ein enorm leistungsfähiges Instrument der Naturdurchdringung, die aber zum Beispiel dann eben keinerlei Aussagen darüber macht, wie es sein soll. Das Sollen, das ist damit nicht drin. Also wenn wir sagen, wie soll es denn sein da draußen, das ist keine mathematische Frage, sondern das ist eine Frage der Ethik. Also das liegt natürlich jetzt daran, weil ich Physik und Philosophie unterrichte, dass viele Dinge bei mir da auch ein bisschen miteinander verschmelzen. Also insofern ist instrumentell ist die Mathematik wirklich ungeheuerlich wichtig. Wir sehen es jetzt, Epidemiologie ist die Frage der statistischen Geschichte. Klima ist eine statistische Größe, das über 30 Jahre gemittelte Wetter. Und man merkt daran, wie wichtig es ist, wenigstens so etwas wie eine mathematische Grundausbildung zu haben, um diese Sprache zu sprechen. Man könnte es auch so sagen, wenn ich in einem Land bin und spreche das, die Sprache überhaupt nicht, also kein Wort, nichts, komme in die Mongolei, spreche kein Wort Mongolisch. Was mache ich denn da? Hände, Füße und so weiter, aber die Kommunikation wird immer nur sehr schwierig sein. Wenn es jemanden gibt, der es übersetzen kann, super. Wenn die Mathematik die Sprache der Natur ist, zumindest Teilen der Natur, und ich spreche diese Sprache überhaupt nicht,
dann weiß ich überhaupt nicht, was das bedeutet, was da in der Natur passiert. Wenn ich aber die Sprache ein bisschen spreche, dann kann ich anfangen, vielleicht nur radebrechend, aber doch irgendwie anfangen zu kommunizieren und mir auch zu überlegen, wenn ich was mache, was wird denn dann da passieren in der Natur? Das passiert ja in den Naturwissenschaften auf ganz unterschiedliche Weise. Die Physik ist sehr mathematisch. Chemie und Biologie sind schon viel weniger mathematisch. Die benutzen das natürlich auch, aber viel weniger. Da gibt es noch viel mehr direkte Naturerfahrungen und Phänomene. Aber die Physik ist eben die abstrakteste Form der Naturdurchdringung und hat dann, dadurch, dass wir sie dann auch noch technologisch nutzen, natürlich nochmal eine ganz andere Dimension, weil diese Technologien unseren Alltag sehr stark beeinflussen. Dadurch verändern wir uns mithilfe einer sehr abstrakten Wissenschaft. Das heißt, mit anderen Worten, wenn wir die Frage stellen, was soll ich denn tun, dann ist es gut zu wissen, was ist eigentlich die Leistungsfähigkeit dieses abstrakten Unternehmens Physik. Dann habe ich zum Beispiel auf einmal Technologien in meinem Alltag, wie hier mit diesen Kommunikationsapparaten, die machen Dinge möglich, die vorher völlig unmöglich waren. Das war früher Science Fiction. Ja? Aber zugleich wird daraus auch eine Manipulationsmaschine, eine Machtmaschine. Da will jemand mich manipulieren, also der will dann, der dringt in meinen Alltag ein in Form von Verschwörungstheorien und so weiter und so weiter. Und wie gehe ich damit um? Und Algorithmen, die auf einmal Menschen bewerten, Muster erkennen und so weiter, die mich kontrollieren und sogar, und das bedeutet eine ganze Menge an Arbeit, die wir da vor uns haben. Und die Terra X-Sendungen versuchen ja eigentlich immer zu inspirieren, beschäftige dich damit. Wir machen ein Riesenangebot an Bildern, ein Riesenangebot an Geschichten und versuchen damit Sonntagabend auch so ein bisschen so einen kleinen Schulsaal für möglichst viele Menschen in Deutschland zu machen. Ja, das Stichwort gerade selber nochmal gegeben, Science Fiction. Wenn man jetzt eigentlich zurückblickt, wo wir uns innerhalb eines Jahres mittlerweile befinden oder vielleicht sogar anderthalb Jahre, wenn man Ausgangspunkt Wuhan irgendwie nimmt, dann hätte man das vielleicht vor 2 Jahren, 3 Jahren noch als Dystopie bezeichnet, oder wie sehen Sie das? Also haben Sie ganz ehrlich gedacht, dass es so weit, so schnell kommt, wie es jetzt ist? Nein. Also erstmal wusste ich nicht, wie viele tolle Virologinnen und Virologen wir in Deutschland haben und welche unglaublichen tollen Institutionen es gibt, Epidemiologie und so weiter. Ich wusste davon nichts, gar nichts. Ich habe natürlich immer mal wieder eine Sendung über irgendwas gemacht, was mit Viren zu tun hat, wo dann auch davor gewarnt wurde, vor diesen Zoonosen, also dass das da überspringt. Mhm. Aber irgendwie war das immer alles auf der anderen Seite des Planeten und die werden das schon irgendwie in den Griff kriegen. Niemand hat damit gerechnet, dass das so sich ausbreitet. Und wenn ich mir heute Modelle angucke, über die zum Beispiel, wir haben eine Sendung gemacht, wie sich früher Epidemien ausgebreitet haben. Dadurch, dass die Menschen sich relativ wenig bewegt haben, hat sich so eine Epidemie praktisch wie so eine große Welle so rundherum um den Entstehungsort langsam ausgebreitet. Langsam ist die praktisch wie so Wolke über das Land gezogen. Aber wenn nur ganz wenige sich eben ganz in ganz kurzer Zeit über sehr große Strecken bewegen, dann macht es eben nicht so, sondern macht es bum, bum, bum und macht Spatsch. Das ist ein super Diffusionsprozess, der unglaublich schnell ist. Und was wir hier erleben, ist die Wanderung der Viren mit ihren Wirten. So, das war's. Das ist jetzt mal mathematisch ausgedrückt das Resultat davon, was wir jetzt erleben. Und wenn wir eine ansteckendere Variante haben wie B117, dann wird er sich schneller ausbreiten. Das ist mathematisch ganz leicht nachzuvollziehen als die anderen, die sich eben nicht so schnell ausbreiten. Boom. Das heißt, irgendwann übernimmt er. So. Insofern ist das von dieser Seite aus ganz nüchtern betrachtet, war das praktisch folgerichtig. Trotzdem haben wir natürlich überhaupt nicht mitgerechnet, weil wir überhaupt keine Erfahrung damit haben. Wir sind nicht erfahren darin, mit solchen Naturkatastrophen umzugehen. Wir kennen Naturkatastrophen, die Vulkanausbrüche, Erdbeben, Überflutungen und so weiter. Das dauert mal einen Tag, das dauert mal Wochen und so weiter. Aber doch nicht Jahr an Jahr, wo das gesamte Land, die ganze Welt davon betroffen ist. Sowas ist ja absolut einmalig. Und die Länder, die sozusagen ständig in der Krisensituation sind, in der Spannungssituation, wie zum Beispiel Israel, die gehen dann mit ihrer Bevölkerung ganz anders um, als wir das können. Das heißt, da ist eine freiheitlich geprägte, demokratisch statuierte Gesellschaft, die jetzt auf einmal merkt, Freiheitsräume werden eingeschränkt. Das war noch nie der Fall. Das gibt es doch gar nicht. Wie können die denn das mal wagen? Bin ich aber trotzdem schwer beeindruckt, dass der größte Teil unserer Bevölkerung ja nach wie vor hier der Wissenschaft auch nachgeht. Stichwort Wissenschaftsvertrauen in die Wissenschaft ist immer noch unglaublich groß. Und das ist auch richtig so, denn wir haben es mit Leuten zu tun, die uns jetzt das gesamte Jahr über praktisch jede Woche die Lottozahlen vorhergesagt haben, und zwar richtig. Ja? Und das heißt, die Prognosekurven und die tatsächlichen Kurven, die liegen eins zu eins übereinander.
Also ich meine, die haben uns so oft die Lottozahlen richtig vorhergesagt, da ist es geradezu irrwitzig, wenn wir uns im Rückblick anschauen, dass es Politikerinnen und Politiker gibt, die dann gesagt haben, nee, den glauben wir jetzt nicht mehr. Wir treffen jetzt unsere eigene Entscheidung. Das ist eine Art von Logik, die kann ich auf jeden Fall nicht mehr nachvollziehen. Da kann ich nur sagen, also wenn jemand so gut ist in dem Prognostizieren, wie diese Wissenschaftscommunity, dann seht ihr doch, was passiert. Da braucht ihr doch keinen Test mehr, um das noch zu... Ja, ihr seht doch, die sagen das doch genau voraus. Natürlich ist das schwierig in der politischen Situation, ist überhaupt keine Frage. Wenn ich an die ganzen Zerstörungen von Existenzen denke, will ich überhaupt nicht... Aber die Entscheidung, also diese trockene, nüchterne Entscheidung, was machen wir denn jetzt, sich da nicht stark genug an die wissenschaftlichen Vorgaben zu halten, das halte ich für einen schweren Fehler, der hoffentlich in Zukunft, wenn wir jetzt mal die Pandemie hinter uns hätten und wir hätten so eine Möglichkeit, nochmal zu fragen, welche Fehler haben wir gemacht? Also sich zurückblicken, nicht immer nur nach vorne, Wachstum, 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 Prometheus immer nach vorne, sondern der Epimetheus, der zurückblickt und sagt, Moment, was ist passiert? Ich hoffe, dass unser Land die Gelegenheit hat, sich selber mal ein bisschen über sich selber zu reflektieren, nachzuschauen, was ist eigentlich passiert? Viele von uns haben vielleicht auch festgestellt, ich brauche gar nicht so viel zu reisen, ich brauche gar nicht so beweglich zu sein. Vieles kann langsamer ablaufen. Nicht die Chirurgie und die Hebammen natürlich, die müssen immer schnell sein im Notfall, aber es können viele Dinge vielleicht ganz anders laufen. Das wäre sehr ressourcenschonender. Das heißt auch im Hinblick auf den Klimawandel, nicht von der Verzichtsdebatte dominiert zu werden, sondern zu sagen, hey, mit dem Fahrrad zu fahren, das tut mir gut. Das ist eine ganz andere Erfahrung, als mit dem Auto morgens durch die Weltgeschichte zu rasen. Und viele andere Dinge auch, nämlich zu sehen, dass weniger mehr sein kann. Das könnte uns vielleicht auf eine ganz neue Lebenssituation hineinbringen. Uns als Deutsche, aber auch als Europäer insgesamt. Also nicht mehr diesen Beschleunigungsweg zu gehen, sondern die Dinge, wie mein Bruder immer sagt, einen Ball flach zu halten. Ja. Fußball, da habe ich auch noch nachher eine Frage. Aber mögen Sie eine Prognose abgeben? Weil Sie sagten ja auch, wenn wir die Pandemie hinter uns hätten, was meinen Sie, wie lange wird das noch dauern? Also, dass man sozusagen diese Freiheiten, die wir ja vorher doch hatten, irgendwie und die jetzt auch durch die Grundrechte sind ja eingeschränkt mit Ausgangssperren und so. Was denken Sie? Ich habe jetzt gerade, soll ja diese Notbremse heute abgesegnet werden und das soll bis Ende Juni schon mal irgendwie manifestiert werden. Dann, ja. Ich denke zum Beispiel als Filmjournalist, dann ist die Berlinale auch wieder gelaufen, weil die sollte im Juni real stattfinden. Das wird dann gar nicht sein, weil man kann nicht um 20 Uhr allen sagen, dann geht nach Hause, dann wird das wahrscheinlich wieder gar nicht stattfinden. Also was denken Sie, wie lange werden wir noch in dieser eingeschränkten Form damit zu tun haben? Also ich denke, dass es eine Normalität wie vorher so nicht mehr geben wird, weil wir uns damit abfinden müssen, dass wir mit dem Coronavirus in Zukunft leben müssen. Mit immer wieder währenden neuen Mutationen, die immer wieder neu auftauchen werden. Ich vermute, wir werden uns jährlich alle impfen lassen müssen. Wir werden eine hohe Durchimpfungsrate brauchen. Je ansteckender die Mutation ist, umso höher muss die Durchimpfungsrate sein. Es wäre grandios, das so wie bei den Masern auf 95% zu bringen. Dann wären wir sicher und safe. Mhm. Das wird eine ganze Menge an Überzeugungsarbeit brauchen, um weite Teile der Impfgegnerschaft irgendwie dazu zu bringen, sich doch die entsprechenden Impfstoffe zu geben. Ich denke, da wird es auch so einen Effekt geben, so einen Bandwagon-Effekt, wenn die feststellen, diese ganzen Nebenwirkungen von den Impfungen, das ist wirklich nur im statistischen Rauschen, dann werden mehr und mehr Menschen sich impfen lassen, die heute noch sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Ich glaube, dass wir im Spätsommer soweit sein werden, dass weite Teile der Bevölkerung, dass wir diese Herdenimmunität erreicht haben werden und dass wir dann systematisch wieder aufmachen werden. Es wird dann sicherlich immer mal wieder zu kleineren oder größeren Ausbrüchen kommen, je nachdem, in welchen kulturellen Umgebungen das passieren wird. Aber das wird, da werden wir nicht umhinkommen. Das wird immer wieder aufs Neue passieren, schätze ich mal. Und dann werden wir uns mit einer neuen Welt, wir werden morgens aufwachen, werden sagen, ja, das ist jetzt die Zeit nach Corona. Das ist ein Phasenübergang, den wir erlebt haben. Der ist irreversibel in seinen Schäden. Das ist überhaupt keine Frage. Da werden wir ziemlich viel zu leisten haben, um da zu helfen. Und in dem Zusammenhang sehe ich immer nur, dass es offenbar Bereiche in unserer, gerade unserer ökonomischen Teile gibt, die offenbar von dieser Krise enorm profitiert haben. Wenn ich also abends immer sehe, dass sämtliche Börsenindizes dieser Welt auf Rekordstand sind, dann kann ich nur sagen, sag mal, sind die noch ganz dicht? Das kann doch nicht wahr sein. Das glauben die denn, sie leben auf einem anderen Planeten?
und wie können staatliche Institutionen damit umgehen? Also wenn jetzt nicht eine Finanztransaktionssteuer kommt, dann weiß ich nicht, wann sie kommen soll. Denn der Geldverbrauch nach der Corona-Pandemie, nach dieser akuten Phase, wird enorm sein. Und es kann nicht sein, dass die wirklich sehr Reichen immer noch sehr reicher, noch sehr viel reicher werden. Als ich neulich den Satz hörte, dass Jeff Bezos und Elon Musk so viel Geld besitzen wie 40% der amerikanischen Bevölkerung, da kann ich nur sagen, Freunde, das müsst ihr doch selber merken, dass das nicht gut ist. Ja? Das kann doch, was soll das sein? Und hier, wenn selbst die OECD, eine nachgewiesenerweise neoliberale Wirtschaftsorganisation, sagt, wir brauchen eine Vermögenssteuer. Ja, siehe da, das sind ja Forderungen wie aus dem Kasten der Linksradikalen. Das ist ja sehr unglaublich. Also man sieht hier dran, der Kapitalismus hat sich in eine Form hinein entwickelt, zumindest in Teilen. Nicht überall, um Gottes, aber zumindest in Teilen, wo man das sagen kann, ihr habt sie nicht mehr alle, ihr habt überhaupt nicht verstanden, ihr habt den Schlag nicht gehört. Ja. Ihr riskiert eine ganz große Katastrophe, die noch weit über das hinausgeht, wenn ihr so weitermacht. Wenn ihr nicht zurückgebt, also wirklich zurückgebt, dass das Ganze wieder beginnt, ein vernünftiges Maß anzuholen. Da sind wir beim Fußball. Ich meine, diese Superliga, die haben sie nicht mehr alle. Unfassbar, aber es scheint ja vom Tisch zu sein. Ich habe nämlich gestern, Sie sind ja aus Gießen, ich bin aus Frankfurt am Main, wir sind ja beide Hessen, ne? Und ich bin ein riesiger Eintracht Frankfurt-Fan. Sind Sie auch für Eintracht Frankfurt? Also aber klar, ich bin erschüttert. Wie kann Adi Hütter gehen? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja. Wirklich traurig. Ich hab ihn auch kennengelernt und habe ihn auch als sehr sympathischen Sportsmann wirklich erlebt, Interview mit ihm gemacht. Und das war noch vor zwei Jahren, Foto am Arm. Dieser Mann hat ja auch ein gewisses Alter erreicht. Ich frage mich dann immer, sag mal, Adi, du hast doch jetzt schon die ganzen Jahre über Geld verdient. Musst du wirklich noch wohin gehen? Wegen Geld? Wegen Geld? Das ist doch Hundekacke. Das gibt's doch überhaupt nicht. Mein Gott, du kannst mit der Eintracht in der Champions League spielen, du Rindvieh. Ja? Ich begreife das nicht. Ja? Also umso mehr großartig Hansi Flick. Ja? Der lässt sich, das scheint so ein Typ zu sein, den muss ich unbedingt mal kennenlernen, den Mann. Also der scheint so ein Typ zu sein, der ruht in sich. Ich lasse mich doch hier nicht von diesen Verrückten hier. Nein, dann gehe ich wieder. Ich meine, war klar, der hat sechs Titel erreicht. Einer Saison. Der wird jetzt noch deutscher Meister nochmal und dann wird er Bundestrainer. Und ich hoffe, dass er Bundestrainer wird, denn das scheint so ein Typ zu sein. Und auch zum Beispiel der Klopp musste sich jetzt in Liverpool echte schwere Vorwürfe anhören. Ich meine, was sind denn das auch für Leute? Sind die noch ganz, dass der Klopp nicht gesagt hat, dann gehe ich. Das kann ich nicht verstehen. Das hätte Größe. Was glauben Sie, was mit dem Klopp in Großbritannien passiert wäre, wenn der gesagt hat, wenn Liverpool damit spielt, bin ich weg. Aber auch so. Hier. Ich denke trotz allem. Also auch wenn das verstehe ich nicht. Ja? Dann ist erstmal Millionen los, weil wenn sie ihn dann so rausschmeißen, wenn er sagt, das mache ich nicht mit, ne, dann kriegt er weder eine Abfindung noch irgendwas. Also ich denke mal, es spielt einfach eine Rolle. Ja, ich sehe das ja genauso wie Sie. Auch gerade wenn man einmal Helden hat, bleibt man ihnen treu. Und ich bin wirklich, ich kenne noch Grabowski, Hölzenbein, also persönlich. Ja, wer der ist mit meiner Freundin und mit meinem Hund haben wir uns getroffen, ist er von Wiesbaden. Also ich bin nach Frankfurt gefahren von Berlin und er kam vom Taunus. Er hat die ganze Zeit meinen Hund gestreichelt und so. Also ich bin da sehr geehrt, mit ihm befreundet zu sein. Eintracht war immer für mich offensiv, Fußball, Eleganz. Und jetzt ist unter Hütter ist es ja in die Richtung wieder gegangen. Ne? Ja. Und deswegen ich habe 1992 in Toronto oben auf dem Dach mit einem Weltempfänger gesessen, ja, mit Verstärker und habe mir morgens um 9 Uhr die Konferenz angehört in der Deutschen Welle und bin hier wahnsinnig. Und gedacht, das gibt's, das kann doch nicht wahr sein. Der Tag war, aber dann kommt Stepanovic und sagt, Lebe geht weiter. Das war so cool. Er ist auch einer der, also Joela Lorand, der hat uns damals von Platz 16 auf Platz 4, 76, 77 geführt, 21 Spiele ohne Niederlage. Wenn wir 8-1 gewonnen haben, hat er nach 9-1 geschrien. Den haben sie leider mit Detmar Kramer getauscht an die Saison. Ja, eine Katastrophe. Ja. Stepanovic und Dietrich Weise, der leider zu Weihnachten gestorben ist. Das waren die drei besten Eintracht-Trainer aller Zeiten. Aber von der Neuzeit würde ich auch sagen Hütter, ja. Und ich bin auch maßlos enttäuscht. Da muss man hier auch noch andere Sachen machen, Texte schreiben und so. Ja. Gerade wo es jetzt mit der Eintracht mal so gut ist. Genau. Der Montag, das war auch Game Over bei mir. Da konnte ich gar nichts anderes machen, sage ich Ihnen jetzt ganz ehrlich. Ja? Da musste ich erstmal einen Tag Auszeit nehmen und es ist bitter irgendwie. Ich glaube, ihm selber ist es auch ein bisschen unangenehm. Er hat das jetzt auch schon gemerkt, die Reaktion.
von den Fans, auch der Hartmut Scherzer, der Journalist 83, ja, der hatte in der PK ihn auch so ein bisschen, merken Sie eigentlich nicht, dass wir Eintracht-Fans alle enttäuscht sind, da hat er sich auch so ein bisschen entschuldigt, aber es ist halt das Geld. Also, weil sportlich kann er mit Gladbach jetzt auch nicht mehr erreichen. Also der Angst vor dem Absturz, also da muss er nicht Trainer werden. Wäre es nicht erstrebenswert, mit Eintracht Frankfurt mal Meister zu werden oder so? Genau, genau, ja, so ist es, so ist es. Ich meine, immer, das war ja schon das Desaster gegen Gladbach, 4-0 zu verlieren. Immerhin jetzt gegen Augsburg die 2 Punkte, die 3 Punkte sind wieder drin. Also das sieht ja gut aus jetzt. Ja. Also es könnte ja wirklich klappen, Mazel Tov. Und ich meine, ich bin ein Jahr lang, ich komme ja aus Oberhessen oben. Ja. Und wir sind also, ich bin 76 im Stadion gewesen, in jedem Heimspiel. Ja. Wir sind jedes Mal sind wir runtergefahren und sind dann natürlich mit Vollgas wieder nach Hause, um abends noch die Sportschau zu sehen. Wirklich, genau. Ja, das war großartig. Und also wenn Sie den Jürgen Grabowski sehen, bitte meine größte Verehrung. Und ich gebe Ihnen mal meine Adresse, Hermann Vogelstraße 2 in 80805 München. Ja. Ein Autogramm von Jürgen Grabowski. Okay, ich probiere es mal. Wäre die Krönung, ja. Wäre die Krönung, ja. Er ist auch wirklich ein Gentleman. Er hat auch meiner Mutter zum Geburtstag, hat er auch geschrieben und Autogrammkarten-Set geschickt, so ein ganz seltenes irgendwie noch, wo er sogar gemalt war irgendwie, einer hat ihn porträtiert. Also gut, dann werde ich das weiterleiten. Er wird es vielleicht, also ich verspreche nicht zu viel, aber ich vielleicht. Nein. Weil er ist auch für mich, also auch wenn ich mir so bei YouTube, habe ich mit meiner Mutter jetzt, die ist auch riesiger Eintracht-Fan, gucken wir uns die Spiele von früher. Weil heute wird ja mal behauptet, der Fußball ist athletischer, schneller. Sie müssen mal das Europapokal-Halbfinale 1976 West Ham United Eintracht Frankfurt sehen. Ne? Das war ähnlich wie vor 2 Jahren gegen Chelsea. Ja. Das ging nur hin und her. Chancen nicht im Minutentakt, sondern im Sekundentakt. Im Spiel, also 3-1 für West Ham, Rückspiel 2-1 für die Eintracht. Also das Rückspiel, das letzte Spiel war bei West Ham gewesen. Und in der letzten Sekunde hat die Eintracht noch einen Pfosten getroffen. Hätten die 3-2 verloren, dann wären sie ins Endspiel gekommen. Ja. Also das ist schnell gewesen. Ja, das ist und technisch. Das fehlt der Eintracht bei aller tollen Art heute. So ein richtiger Spielmacher, wie Grabowski war. Man sieht es wirklich, der hat alle Fäden in der Hand gehabt. Ne? Das war unglaublich. Also Uwe Bein und es gibt den Schämer noch. Der Hölzenbein natürlich, Liebe ich. Also Grabowski, Hölzenbein und Dr. Hammer. Dr. Hammer. Ja, genau, würde ich immer würde ich alle nehmen. Ja. Der hat mal ein Tornetz erschossen. Also, Körbe und das ist Wahnsinn. Ja. Also das freut mich natürlich, das ist ja noch eine Gemeinsamkeit mehr. Das ist wirklich mehr noch sympathischer, weil ich habe einfach mal gedacht, Mensch, der ist ja aus Gießen, ne? Vielleicht ist er ja auch für Fußball irgendwie. Ne? Weil ich habe lange selbst gespielt, ich habe nur einen rechten Fuß, damit ich nicht umkippe. Oh. Das heißt, ich habe als Linksaußen gespielt, Ich habe in der Schulauswahl war ich erst Torwart, aber dann bin ich immer weiter nach vorne. Dann war ich Offensivverteidiger, nachher war meine Position aber wirklich offensives Mittelfeld oder Sturm. Ich habe auch in Viktoria Preußen Frankfurt habe ich gespielt und so. Ne? Aber dann nachher meine ganzen kulturellen Freunde, die waren dann alle nicht so für Fußball. Als ich nach Berlin gegangen bin, dann war es mit dem Fußballspielen, also bis auf so ein paar Freundschaftskicks in so einem Käfig oder so war es dann vorbei. Aber ich habe auch, also ich liebe hier, gibt es die große Tradition der Betriebsmannschaft. Das heißt, jedes Institut hat eine eigene Betriebsmannschaft. Super. Gerade unter Astronomen, wir haben hier eine Reihe von Max-Planck-Instituten, da wird hier noch richtig gebolzt, ja. Aber jetzt auch nicht, ne? Geht ja nicht jetzt, oder? Nein, jetzt nicht. Nein. Aber München auch noch strenger gehandhabt als anderswo. Da muss man aufpassen, da gibt es natürlich diejenigen, die richtig Fußball spielen können, die so Bayernliga spielen, da hast du ja keine Chance. Das ist keine Chance. Aber wenn da so Prügel dabei sind, die so 2,15 Meter groß sind, die bleiben einfach stehen, ja? Dann läufst du dagegen an und auf einmal denkst du, du rennst gegen eine Wand, ja? Dann wird es ein bisschen schwierig. Also wir haben hier so Institutskrücken, weil wir durch den Betriebssport haben wir schon immer mal wieder den ein oder anderen Kreuzbandriss oder sowas. Und dann, Aber ich habe mal mit den Toten Hosen Fußball gespielt auf der Rheinwiese und auch der Plan, also auch eine NDW-Band. Und der Freund von mir, Xaus Hefcek von Family Five, Ablegerband von Fehlfarben, der wurde von irgend so einem Marketingmanager von Sony, der hat noch nie Fußball gespielt, so getreten, hat er auch einen Kreuzbandriss gehabt. Und dann mussten wir trotzdem weiterspielen, der kam natürlich raus, und dann war ich irgendwie in der zweiten Halbzeit, habe ich mal Libero gespielt, das habe ich nie gemacht, aber dann haben wir gewonnen, 7-2. Zuerst war es 1-1 Halbzeitstand, ne? Aber er war wirklich, hatte Kreuzbandriss, ne? Weil der war so ungestüm, dieser von Sony, ja, der hat sich auch wahnsinnig entschuldigt und so, ne?
Als wenn er noch nie gegen den Ball getreten hat, dachte er, er muss gegen das Bein treten. Oh. Da habe ich auch, weil ich habe immer Glück gehabt, ich habe nie eine Verletzung gehabt beim Fußball. Ne? Aber wenn ich das so sehe, die anderen Jungs und so, also das, oder hier der Reus, ne? Der ist ja andauernd verletzt. Ne? Also das ist unglaublich. Das ist ja das große Problem, ja. Noch eine Frage, weil Sie auch in der Doku auf dieses sowieso auch im zweiten Teil hingewiesen haben, auf die Gefahren des exponentiellen Wachstums. Und Sie bezeichnen, in der Doku haben Sie Viren als Lebewesen bezeichnet. Aber es ist doch eigentlich so, laut Definition ist das, wenn überhaupt, dem Leben nahestehend. Richtig, Wesen. Genau. Das müssten Sie noch mal bitte erklären. Also, weil das ist auch wirklich so, dass, also Viren können nicht ohne andere Lebewesen existieren. Das ist in der Tat richtig. Und deswegen ist das auch eher, sagen wir mal, der Tatsache geschuldet, dass wir da nicht genau hingeguckt haben, weil die Beschreibung davon, dass Viren so Zombies sind, also das sind ja eigentlich so, die können ja nur durch andere existieren, da haben wir einfach nicht drauf geachtet, aber uns ist das wohl bekannt. Wir haben es einfach so durchgehend, dass wir gesagt haben, das passt hier besser rein, aber in der Tat sind die Viren, sagen wir mal, noch nicht leben, noch nicht leben. Aber wenn Sie dann mal einen Wirt kennen, dann... Aber wenn Sie es dann geschafft haben... sozusagen alle Platz zu machen, dann können sie, existieren sie nicht mehr. Ne? Also dann wäre es auch für die Viren vorbei. Dann ist es vorbei. Und das ist ja auch immer so die Hoffnung, das war ja von vornherein die Hoffnung, dass bei den Coronaviren es sich um Viren handelt, deren Mutationen eigentlich immer darauf aus sind, mit dem Wirt zusammenzuleben. Ich erinnere mich an eine Diskussion mit der Frau Protzer in der ersten Corona-Sendung, die ich gemacht habe, wo sie sagt, wir können die Hoffnung haben, dass die meisten Mutationen der Coronaviren eher so sind, dass sie weniger infektiös sind. Also weniger gefährliche Krankheitsverläufe produzieren. Weil diese Viren sind eben so mutationsgetrieben in eine Richtung, wo sie mit dem Wirt zusammenbleiben wollen. Und da ist B117 eigentlich eher, und auch diese indische Variante, wo ja so zwei Mutationen drin sind, wobei wir noch nicht wissen, ob diese indische Variante wirklich auch in jeder Hinsicht gefährlicher ist, das wissen wir noch nicht. Aber eigentlich sind diese Viren eher so in die Richtung, dass sie versuchen, sich mit dem Wirt zusammen anzupassen. Aber ansonsten ist ein Virus eine molekulare Maschine ohne Ziel, ohne Zweck, einfach nur praktisch. Ein Virus ist sowas wie ein molekularer Algorithmus. Und deswegen sollten wir uns vor Algorithmen, dem Einsatz von Algorithmen immer fürchten, weil wenn die erstmal überall drin sind, dann könnte es zu schlimm werden für uns. Ja. Also auch Mathematik. Sie sind auf jeden Fall in Ihrem Ablauf, also wenn diese Sequenzen abgearbeitet werden, wie Sie zum Beispiel das Erbgut von der Zelle dann entsprechend verändern, ist es ein mathematischer Ablauf, den man gut verstehen kann. Nur deswegen konnte man so schnell einen Impfstoff generieren, weil diese Abläufe, diese molekularen Abläufe so genau auch quantitativ bekannt sind. Es gibt ja noch diese andere Geschichte mit diesen Molekülscheren, diese CRISPR-Cas9-Geschichte. Ja. Es ist ja auch enorm wichtig, dass man da ganz genau weiß, wo man eigentlich schneidet, wenn man da jetzt in die Erbsequenz eingreift und irgendwas rausnimmt. Und das geht natürlich nur, weil man sehr genau weiß, wovon man da spricht, weil man sehr genau das im Molekül vermessen kann und sehr genau eben genau diese Eingriffe macht. Gerade der Begriff der Genauigkeit, der Präzision, ist ja einer, der darauf hinweist, wie mathematisch wichtig, also wie mathematisch genau man auch sein muss. Ja. Aber wenn man zum Beispiel sagt, der Virus würde sterben, das heißt, der steht still oder was wäre? Also was ist der Tod des Virus sozusagen? Der Tod des Virus ist die Reaktion des Immunsystems, dass eben diese Andockmechanismen an unsere Zellen nicht mehr funktionieren. Genau. Ja. Und könnte es auch so ein Supervirus, also von der Größe her, haben die eigentlich alle die gleiche Größe? Weil sie haben ja auch in der Dokumentation, sagen sie ja zum Beispiel auch diese runde Form, ne? Ist ja, ja für den Virus ideal, ne? Genau. Ja, das ist einfach das Verhältnis von Oberfläche zur Ausdehnung, genau. Ja. Genau. Ja. Und haben die alle eine gleiche Größe oder sind die sehr unterschiedlich in den Größen? Gucken Sie mal nach unter einer Suchmaschine, deren Name nicht genannt werden soll, das größte Virus der Welt. Ja. Das ist ein Riesenvieh, was Sie in Sibirien im Eis festgestellt haben. Also deutlich größer. Es gibt Viren, die haben eher so die Form von so einem Schlauch. Und es gibt Viren, die sind kugelförmig. Das sind also ganz unterschiedliche, je nachdem, wie sie aufgebaut sind, gibt es ganz unterschiedliche Formen davon. Da hat die Mathematik, ist da nicht, sagen wir mal, das vorherrschende Prinzip ist nicht Mathematik, sondern wie diese Moleküle dann tatsächlich aufgebaut sind. Also wir sind ja nicht alle diese viralen Maschinen, sind nicht alle gleich aufgebaut, sondern es gibt, die meisten haben tatsächlich so eine Kugelform. Es gibt aber auch welche, wie das Marburg-Virus zum Beispiel, das ist tatsächlich nur so ein Schlauch. Und viele andere, die haben ganz andere Formen.
Aber das sind im Wesentlichen molekulare Maschinen. Aber diese molekularen Maschine, wenn die jetzt irgendwie so eine super, also es gäbe keine Supergröße, dass man die mal sehen könnte, richtig, ne? Oder kann man das? Nein, diese Größe nicht, ne? Nein. Es ist einfach aber ich weiß nicht genau, wie groß dieses, warten Sie mal, ich kann ja mal kurz gucken, der größte Virus der Welt, das ist schon überraschend groß. So. Der sogenannte Megavirus, der ist an der Küste von Chile entdeckt worden. Und der Megavirus ist, Moment, das Abendblatt schreibt drüber, nicht, Moment, na komm. Größtes Virus, das ist aus dem Jahr 2013, mit bloßem Auge sichtbar, mit 2500 Genen, französischer Forscher haben einen völlig neuen Typ von Erreger gefunden. Die haben in Flussschlamm eine Art Virus ausgegraben und das ist offenbar ein Riesenvieh. Mehr als 93% der Gene des Pandora-Virus gleichen nichts Bekannten, kann die Herkunft nicht anhand von irgendeinem zellulären Abstammung gemacht werden. Das weiß man noch nicht so genau. Also das. Haben Sie jetzt gesagt, mit bloßem Auge sichtbar? Das ist der größte Virus wäre mit bloßem Auge sichtbar. Genau. Wahnsinn, oder? Ja. Es gibt Millionen, ich glaube 1,3 oder 1,7 Millionen Viren und davon sind ungefähr 550.000 für uns relevant. Das ist das Reich zwischen Leben und Tod sozusagen. Da braucht es mehr Forschung, ganz klar. Ja. Gerade im Hinblick auch darauf, was ist zoonosefähig, also was kann springen. Also es gibt jetzt die nächste Variante, darüber haben wir neulich eine Sendung gemacht. Das ist der MERS-Virus, der könnte sein, dass der eben in Zukunft nicht nur von Tier zu Menschen springt, sondern vielleicht auch von Mensch zu Mensch. Das ist noch... Oh. Ist noch nicht ausgemacht, ja. Christian Drosten arbeitet schon an der. Sind Sie eigentlich mit solchen Leuten im Austausch eigentlich? Ja, über die Redaktion immer. Ja. Mhm. Ja. Weil ich meine, haben Sie ja berechtigterweise auch gelobt, jetzt wie viele Virologen es in Deutschland gibt, dann natürlich, dass diese Impfstoffentwicklung relativ schnell, muss man sagen, vonstatten gegangen ist. Aber selbst die fähigsten Virologen sind ja auch so ehrlich zu behaupten oder zu sagen, dass man eigentlich 100% genaues ja gar nicht manchmal sagen kann einfach, ja, in dieser Pandemie. Genau. Ne? Aber ich meine, was einfach wichtig ist zu sehen, diese wissenschaftliche Auseinandersetzung, die ist ja, also was wir jetzt erleben, Wissenschaft war uns noch nie so nah, dass eben Abend für Abend Virologinnen, Epidemiologinnen und so weiter, alles erscheinen in Talkshows, Wissenschaft war noch nie so präsent. Also das Physiker, die auf einmal da interviewt werden wegen der Modellierung und so weiter und so weiter. Klimawandel ist genau auch wieder so ein Thema. Die Energiewende ist so ein Thema. Digitalisierung ist so ein Thema. Wissenschaft war noch nie so präsent in den Medien. Und dadurch erfährt Gesellschaft aber auch, wie Wissenschaft, evidenzbasierte Wissenschaft funktioniert. Nämlich, dass Experimente, Untersuchungen gemacht werden müssen. Dass erstmal analysiert werden muss. Dass sich Ergebnisse verändern und so weiter. Dass das ein Prozess ist, der nicht sagt, Schwarzwälder Kuhn gibt es nur im Schwarzwald, sondern hey, da gibt es Möglichkeiten, das kann so sein, das kann so sein, dass eben nicht nur die Gesetze da sind, sondern dass die Bedingungen, unter denen diese Gesetze dann eben zur Wirkung kommen, dass diese Kombination wichtig ist. Und daran kann man dann auch sehen, dass eben die reine Kenntnis von Mathematik reicht gar nicht aus. Die Gesetze sind notwendig, das ist klar. Aber die Bedingungen, unter denen sie wirken, die sind völlig kontingent, die können auch ganz anders sein. Und je nachdem, wie die Bedingungen sind oder denen das Gesetz wirkt, kommen eben ganz andere Lösungen raus. Und das der Öffentlichkeit zu kommunizieren, wir wissen, was für Gesetze es gibt, aber was es alles für Konsequenzen haben kann für uns unter bestimmten Bedingungen, das ist immer eine Frage der Tatsachen, also der Realitäten. Und daran muss sich auch Politik orientieren, dass man auf der einen Seite eine hohe Prognosefähigkeit hat bei bestimmten Dingen und dass man bei anderen aber praktisch genau den Leuten dann auch vertrauen muss, die bis jetzt immer, wie ich vorhin schon sagte, fünfmal die Lottozahlen richtig vorhergesagt haben. Freunde, es macht Sinn, den Leuten zu folgen in ihren Ratschlägen. Das ist einfach wichtig. Ja. Ein Nebeneffekt von dem, dass das jetzt so präsent auch in den Medien ist und berechtigterweise natürlich, ist auch, das würde ich sagen, unabhängig davon, dass es zwischen auch Politiker sind, sind eigentlich auch die Wissenschaftler oder die Virologen zumindest, die Popstars von heute. Oder? Ja, auf jeden Fall kennt man sie jetzt alle. Ob sie immer gleich zu Popstars geworden sind, das weiß ich nicht. Die haben ja auch ziemlich viel hinnehmen müssen an Widerstand, sogar ja. Hassmails und so weiter. Das sind ja doch ziemlich frustrierende Entwicklungen. Aber sie sind natürlich in der Tat auf einmal in den Fokus der Öffentlichkeit
wie sie vorher noch nie waren. Das wird diesen Wissenschaften sehr gut tun. Die werden sicherlich in Zukunft deutlich mehr Unterstützung kriegen, was sie schon immer gefordert haben, weil sie gesagt haben, uns droht diese Katastrophe, die jetzt eingetreten ist. Insofern ist es ganz wichtig, dass eine Gesellschaft, die so sehr auch in Natur eindringt wie unsere, also diese ökonomisierte, globalisierte Gesellschaft, dass sie sich natürlich darüber im Klaren sein muss, wir verändern Umwelt, was macht diese veränderte Umwelt mit uns? Wir verwenden Technik, was macht die veränderte Technik mit uns? Da gibt es eine Reihe von Rückkopplungsprozessen und das wird interessant. Wissenschaft wird wichtiger denn je werden. Umso wichtiger ist es eben auch wissenschaftliche Bildung und Aufklärung. Und da sollen diese beiden Sendungen einfach mit dazu beitragen, wie das gesamte Terra-X-Programm ja sowas ist wie ein großer Schulsaal für die Nation. Finden Sie es eigentlich gut, dass die Digitalisierung jetzt durch diese ganze Pandemie auch so vorangetrieben wird? Also ist ja vieles ist alles Homeoffice. Wir sprechen jetzt auch endlich mal auch über Zoom. Das sehen wir uns gegenseitig. Beim letzten Mal haben wir auch nur telefoniert, ja. Aber wir hätten uns theoretisch auch, wenn es terminlich geklappt hätte, hätten wir uns auch schön treffen können. Wollten wir ja auch mal, also war ja anvisiert. Ja. Ja. Aber finden Sie es gut, dass jetzt so vieles digital läuft oder sehen Sie da auch Gefahren? Naja, es ist natürlich in der Tat so, dass sowohl der Unterricht an Universitäten und Schulen als auch überhaupt so, dass das natürlich durch die Digitalisierung nicht ersetzt wird. Also alles, was in 2D passiert, ist eine andere Sache als in 3D. Das ist überhaupt keine Frage. Das soziale Zusammensein, also das Direkte ist natürlich da Champions League. Der Rest ist immer nur untere Kreisklasse. Das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Und ich denke, insofern sollte man der Digitalisierung da auch immer jetzt auch, vor allen Dingen, wenn jetzt so der Drang dazu da ist, alles Mögliche zu digitalisieren, kann ich nur davor warnen. Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung hat das in seinem Gutachten unsere gemeinsame digitale Zukunft vor der Corona-Pandemie mal glasklar in seiner Einleitung formuliert. Wenn die Digitalisierung nicht in ein Nachhaltigkeitskonzept eingebaut wird, dann wird sie zum Brandbeschleuniger für den Klimawandel, weil einfach wahnsinnig viel Energie verbraucht wird dadurch. Denn wir müssen ja eigentlich von unseren CO2-Emissionen runter, wir müssen in der Energieverbrauch runter. Wie das gehen soll, wenn wir die Anzahl der elektronisch betriebenen Geräte immer mehr anwachsen lassen, das versteht kein Mensch, das weiß ich nicht, das wissen Sie nicht, niemand versteht das. Okay. Das ist das eine, dann ist die unglaubliche Manipulationsmacht der Algorithmen natürlich extrem, wird immer gefährlicher, weil diese Algorithmen sich inzwischen ja anpassen, praktisch wie ein Virus. Wie ein Virus. Die Kontrollmacht, also die Manipulationsfähigkeit, die Kontrollmöglichkeit und natürlich der Missbrauch, der damit zusammenhängt. Ich habe jetzt gerade eine Sendung gemacht über Deepfakes, die ist ja vor 14 Tagen gelaufen, das Kosmos über Deepfakes. Ja, da kann man schon mal sehen, was da alles so passiert. Also ausschnittsweise. Ich habe nicht alles gesehen, aber etwas. Ja, und da müssen wir natürlich gesetzlich müssen wir da eingreifen. Wir müssen eine Zertifizierung für Algorithmen haben. Das heißt, es dürfen nur solche Algorithmen eingeführt werden, die eine TÜV-Plakette haben. Und nicht jeder Mist darf da am Markt erscheinen. Wir müssen beginnen, das Internet so zu kontrollieren und zu regulieren, wie wir den Autoverkehr regulieren. Ganz klar. Da kann auch nicht jeder sagen, nur weil ich jetzt links fahren will, fahre ich eben links. Wir haben hier Rechtsverkehr in Deutschland. Du kannst gerne, wenn du links fahren willst, fahr nach Großbritannien, wenn die dich da reinlassen. Aber bei uns wird auf der rechten Seite gefahren und Regelungen auch über Höchstgeschwindigkeiten und entsprechende Sanktionsmaßnahmen. Wenn da was nicht richtig passiert, dann müssen drakonische Maßnahmen entstehen. Und man sieht ja, die Amerikaner als diejenigen, die diese Digitalisierung weit nach vorne getrieben haben, beginnen jetzt in einem Rebound eigentlich auf einmal auf diese Silicon Valley-Konzerne einzuschlagen, gesetzlich. Und zwar alle Bundesstaaten und die Bundesregierung. Und dann wird man, ich glaube, wir sollten uns in Europa daran ein Beispiel nehmen. Wir haben mit der Datenschutzgrundverordnung schon ein wichtiges Instrument. Aber ich glaube, auf dem Weg kann man auch weiter vorgehen und sollte. Es geht hier nicht um Einschränkung der Meinungsfreiheit. Es geht nur darum, dass bei den Methoden, die verwendet werden, muss klar sein, wo kommen die Methoden her, wie funktionieren sie. Und es kann nicht jeder irgendeinen Algorithmus viral über Plattformen und der weiter verteilen. Das geht jetzt nicht. Ich müsste jetzt eigentlich los, wenn Sie nichts dagegen haben. Nein, kein Problem. Ja. Machen wir mal was. Ich habe noch ein paar andere Sachen, aber die haben jetzt auch mit der Thematik gar nichts zu tun. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Also ich bedanke mich, war ein super gutes Gespräch, danke, mal wieder sehr spannend. Sie haben ja auch schon, habe ich ja gelesen von den Damen, also weil das jetzt, ich muss ja jetzt bald produziert werden mit dem Vivanti, ja. Die Printversion. Ne? Da brauchen Sie jetzt keine Zitatfreigabe, ne? Hatten Sie ja gesagt. Nein. Und Sie kennen mich ja auch und haben ja damals das auch gelobt mit Spirit. Dass, genau.
Für YouTube würde ich habe ja auch einen YouTube-Channel, eigentlich würde ich auch ja. gerne das verwenden, weil das ein wirklich tolles Gespräch war, aber die Printversion dann, habe ja auch die Adresse, ich werde auch dann die Damen da vom Vivanti Magazin in Down anweisen, dass sie ihnen auch ein Belegexemplar auf jeden Fall schicken. Und ich glaube, ich habe auch noch die E-Mail-Adresse, da kann ich, sonst kriege ich auch noch ein PDF, das schicke ich ihnen auch noch, ja. wenn es gedruckt ist. Okay, alles klar. Also dann bleiben Sie gesund und meine ja. Hoffnung irgendwann, dass wir uns mal doch zusammen Kaffee am besten, trinken. Am besten zu einer Meisterschaftsfeier von Eintracht, ja. Ja, das ist richtig cool. Mit Grabowski noch am besten zusammen. Genau, jawohl. Viele also, Grüße, alles Gute. Alles Liebe. Tschüss. Ja. Tschüss.